Reform des deutschen Markenrechts. Zum 14. Januar 2019 ist das neue deutsche Markengesetz in Kraft getreten. In diesem Video berichte ich über die wichtigsten Änderungen. Es gibt neue Markenformen. Die neue nationale Gewährleistungsmarke ist da. Das Löschungsverfahren ist jetzt das Nichtigkeits- bzw. Verfallsverfahren. Es gibt neue absolute Schutzhindernisse. Lizenzen können jetzt in das Register eingetragen werden. Ganz wichtige Änderung, die Schutzdauer der Marken ändert sich. Es gibt keine Umklassifizierung bei Verlängerung der Marken mehr. Das Widerspruchsverfahren wurde umfangreich geändert. Die Dringlichkeitsvermutung wurde an das UWG angepasst. Piraterieware kann vom Zoll aufgehalten werden, auch wenn sie nicht für das Inland bestimmt ist. All das erkläre ich in diesem Video. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner, und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich, was sich mit dem neuen Markengesetz zum 14.01.2019 alles geändert hat. Mit der Markenrechtsreform und der Änderung des Markengesetzes wird eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2015 in nationales Recht umgesetzt. Daher erinnern viele der Änderungen auch an das Markenrecht, das wir vom EU-IPO her kennen. Eine sehr wichtige Änderung ist die Umstrukturierung des Löschungsverfahrens. Das Löschungsverfahren wird jetzt das Nichtigkeits- bzw. Verfallsverfahren. Das Löschungsverfahren wegen absoluten Gründen heißt jetzt einfach Nichtigkeitsverfahren. Also ein Nichtigkeitsverfahren kann man nach wie vor auch aufgrund von absoluten Gründen, also beispielsweise weil die Marke beschreibend ist oder weil es eine bösgläubige Marke ist, durchführen. Hinzugekommen ist die Löschung wegen relativen älteren Rechten, also ein Nichtigkeitsverfahren auf Basis von älteren Marken oder älteren Unternehmenskennzeichen. Das war bislang überhaupt gar nicht möglich in einem amtlichen Verfahren und ist eben nun erstmals möglich. Die Löschung wegen Verfalls hat sich auch deutlich geändert. Bisher musste ein Löschungsantrag wegen Verfalls gestellt werden, dann konnte der Markeninhaber Widerspruch erheben und dann musste man vor einem ordentlichen Gericht ein Gerichtsverfahren anstrengen, eine Löschungsklage wegen Verfalls. Man kann einfach ein Verfallsverfahren einleiten und bis zur Entscheidung in der ersten Instanz wird dieses Verfahren komplett am Deutschen Patent- und Markenamt durchgeführt. Es ist also kein gerichtliches Verfahren mehr notwendig. Der Vorteil der amtlichen Verfahren liegt sicherlich in den geringeren Kosten. Der Nachteil liegt in der deutlich längeren Verfahrensdauer, jedenfalls in der Regel. Bei den gerichtlichen Verfahren kann man bei den meisten Landgerichten mit einer Entscheidung in der ersten Instanz nach etwa einem Jahr rechnen, während die erstinstanzliche Entscheidung bei amtlichen Verfahren auch gut und gerne mal 2 bis 3 Jahre brauchen kann. Da in gerichtlichen Verfahren der Verlierer die Kosten trägt, kann es also durchaus Sinn machen, in besonders erfolgversprechenden Verfahren das gerichtliche Verfahren zu wählen, da man dann zum einen eben die Kosten nicht tragen muss, wenn der andere eben relativ sicher verliert, und man ist eben wesentlich schneller in der ersten Instanz fertig. Das neue Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren muss allerdings erst bis zum 14. Januar 2023 umgesetzt werden. Eine weitere wichtige Änderung ist die deutliche Umstrukturierung des Widerspruchsverfahrens. Wie wir das schon vom europäischen Markenrecht kennen, ist nun eine sogenannte Cooling-off-Frist vorgesehen. Es ist also so, dass den Parteien bei einem Widerspruch erst einmal eine Zeit von 2 Monaten gegeben wird, um sich außeramtlich zu einigen. Diese Cooling-off-Frist kann auch auf Wunsch beider Parteien verlängert werden, wie also auch im europäischen Widerspruchsverfahren. Dies eröffnet dem Inhaber der angegriffenen Marke die Möglichkeit, sich eben außeramtlich noch zu einigen, bevor man eben jetzt das ganze Widerspruchsverfahren durchführt. Außerdem können Widersprüche endlich auch auf mehrere ältere Kennzeichen gleichzeitig gestützt sein. Bisher war es so, dass man für jede ältere Marke, aus der man Widerspruch erheben wollte, oder älteres Firmenkennzeichen, musste man einen gesonderten Widerspruch einreichen. Also wenn man 5 ältere Marken hatte und aus diesen 5 älteren Marken gegen eine jüngere Marke vorgehen wollte, musste man 5 Widerspruchsverfahren anhängig machen und entsprechend auch so viele Gebühren zahlen. Dies ist nicht mehr notwendig. Man kann nun einen Widerspruch auf mehrere ältere Kennzeichen wie Marken- oder Unternehmenskennzeichen stützen.
Außerdem wurde die Nichtbenutzungseinrede an das europäische Markenrecht angepasst. In Deutschland gab es noch einen sogenannten wandernden Benutzungszeitraum. Das heißt, der Inhaber der angreifenden Marke, also der älteren Marke, musste nachweisen, dass diese Marke in einem Zeitraum von 5 Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch rechtserhaltend benutzt wurde. Der Benutzungszeitraum ist jetzt so angepasst worden, dass der Angreifer die Benutzung auf die Einrede hin in einem Zeitraum von 5 Jahren vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der angegriffenen Marke, eben die 5 Jahre davor, die Benutzung nachweisen muss, sofern die ältere Marke zu diesem Zeitpunkt schon länger als 5 Jahre eingetragen ist. Statt der bisherigen Glaubhaftmachung wird in Zukunft der Nachweis der Benutzung gefordert. Mit der Reform des Markengesetzes wurde nun auch die sogenannte Gewährleistungsmarke in Deutschland als nationale Marke eingeführt, wie dies vor kurzem auch schon auf EU-Ebene passiert ist. Es handelt sich im Prinzip um eine Marke für ein Gütesiegel oder ein Prüfzeichen. Der Markeninhaber selbst darf die Marke nicht verwenden und ist zur Neutralität verpflichtet. Und dies ist auch der wichtigste Unterschied zur sogenannten Kollektivmarke, die es schon länger gibt. Die Gewährleistungsmarke hat also eine Garantiefunktion. Eine weitere wichtige Änderung ist der Wegfall des Erfordernisses der grafischen Darstellbarkeit. Die Marke muss bei den Registern lediglich so hinterlegt werden, dass die Ämter und die Verkehrskreise den Schutzbereich eindeutig bestimmen können. Dadurch können in Zukunft also beispielsweise auch Filmdateien oder Klangdateien für Markenanmeldungen eingereicht werden. Weiterhin wurde die Dringlichkeitsvermutung an das UWG angepasst, also das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Der Antragsgegner einer einstweiligen Verfügung muss nun also glaubhaft machen, dass keine Dringlichkeit in einer bestimmten Sache mehr besteht. Der Antragsteller der einstweiligen Verfügung muss also nicht mehr belegen, dass noch Dringlichkeit besteht. Ganz wichtige Änderung, die Schutzdauer hat sich geändert. Die Schutzdauer endet nun genau 10 Jahre nach dem Anmeldetag und nicht mehr wie bisher zum Monatsende, das 10 Jahre nach dem Anmeldetag liegt. Eine weitere kleine Änderung ist, dass Lizenzen nun in das Register eingetragen werden können. Waren können vom Zoll in Zukunft aufgehalten werden, auch wenn sie nicht für den Binnenmarkt bestimmt sind, wenn der Markeninhaber darlegen kann, dass die Gefahr besteht, dass diese Waren in den inländischen Verkehr gelangen können. Außerdem werden Marken in Zukunft nicht mehr umklassifiziert, wenn sich die Klassifizierung von bestimmten Waren und Dienstleistungen geändert hat. Das spart vor allem Kosten. Ich selbst habe das schon relativ oft durchexerzieren müssen. Bei ganz alten Marken, zum Beispiel Marken von 1960 oder so, müssen dann bei der Verlängerung bisher die Waren und Dienstleistungen umklassifiziert werden, wenn das Amt in der Zwischenzeit bestimmte Waren und Dienstleistungen in andere Klassen einsortiert hat. Das entfällt in Zukunft und dadurch entfällt auch für die Markeninhaber dann die Pflicht, möglicherweise zusätzliche Klassengebühren für diese anderen Klassen zu bezahlen. Diese neue Regelung erschwert aber natürlich die Recherche nach älteren Marken, da man sich vielleicht nicht mehr hundertprozentig auf die richtige Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen bei Marken verlassen kann. Die in diesem Video angesprochenen Änderungen sind aus meiner Sicht natürlich nur die allerwichtigsten Änderungen. Es gibt noch sehr viele andere Änderungen. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was es für wesentliche Änderungen mit der Markenrechtsreform in Deutschland gibt. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.